heute wird's mal wieder lustig. Heute schmelzen Gehirnzellen, denn Lumex ist mit am Start. Was geht ab? Nein, Spaß. Was geht, Lenny? Ich weiß es nicht. Sagst du es mir? Alles gut? Nein, natürlich nicht, Junge! Ich werde alles zerstört. Heute schmelzen nämlich Gehirnzellen, weil wir uns sinnloses Minecraft anschauen. Es wird krass. Ich würde sagen, wir starten mal sofort herein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und... Okay, ein Enderman. Oha, eine Enderperle, Pet. Eine Enderperle, ganz, ganz heftig, jetzt? Oder? Was macht der jetzt? Ah, ja. Man kennt ihn, oder? Der Frosch. Warte mal, ist da jetzt gerade an einem Frosch drin? Da ist ein Frosch drin, ja. Ein bisschen chillen im Frosch. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Es wird noch schlimmer, glaub mir, es wird noch schlimmer. Was macht er jetzt? So Dinner Bone, so ein Name Tag. Das kenne ich, also kommt drauf an, was der macht. Okay, wenn du nämlich Mobs umbenennst in Dinnerbone, dann drehen die sich normalerweise, weißt du? Und das war jetzt so ein Gag so mäßig. Ey, ist das so ein Easter Egg oder was? Ja, ja, genau. So, jetzt haben die hier ein Boot, der gibt einen anderen auch ein Boot. Was macht er jetzt? Und jetzt, was wird er machen? Er dreht sich um? Was? Digga, man kennt ihn, der isst das Boot auf und ist einfach selbst das Boot. Bro, was ist das denn? So, Steve Boot, let's go. Okay, bau den ab. Kann den abbauen? Okay. Denkst du, der baut den ab, oder? Ich weiß es nicht, jetzt sieht komplett verrückt aus, Junge, was ist das denn? So, okay, erstmal ein paar Pandas füttern, ne? Mit Bambus. So, let's go. Und Bambus hat den. Okay, er gönnt sich, ne? Wir sehen. Er gönnt sich Bambus. Okay, und jetzt macht er so eine Rolle. Er wurde überrollt, Bro, das sieht einfach aus wie eine Pizzascheibe. Oh mein Gott. Was? Ja, einmal Steve Margarita-Pizza, würde ich sagen, ne? Was macht er jetzt? Er läuft? Er läuft in der Mine. Ja, Diamanten, let's go. Könnt ihr, die Textur sieht schon komisch aus. Da ist irgendwas... Oh nein, 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 Pat, nein. Guck mal, er baut das mit Stein Holzspitzhacke ab und... Nein, 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 nein. Ah ja, oh. Junge, warum Diamanten? Was fällt dem ein? Der kann doch nicht. Das macht alles gar keinen Sinn. Der kann doch nicht einfach Diamanten angreifen. Was ist denn mit dem los? Ein bisschen Weizen, ne? Ein bisschen Weizen farmen. Ah, okay, ja. Hä? Oh, was? Was? Junge, was ist das, Alter? Wie geht's dir was? Ich hab keine Ahnung. Ja, es hat einfach keinen Sinn, wirklich. Es hat keinen Sinn. Redstone. Okay. Wieder Diamanten, ne? Denkst du, diesmal greift er die auch an? Also. Oh, Steve kommt auch dazu, der Ehrenbruder. So, oh nein. Jetzt. Okay, was macht der Wassereimer platzieren? Also, ob sie. Ach, er trinkt eine. Na. Er trinkt den Wassereimer und kann einfach darüber laufen. Also, er ist einfach 5000 IQ. Okay. Guck mal, jetzt kann er einfach 5000 IQ, Junge. Ehrlich, was ist das denn jetzt? Das ist ein Cobblestone Generator, ist ganz normal noch, ne? Ist ja, nichts Besonderes. Was macht der jetzt? Was macht der? Nimmt jetzt Lava und jetzt, was macht der? Hä, was macht der? Ist der doof? Er nimmt die Lava und jetzt. Hä? Okay, da macht der Lava hin. Hä? Was soll das werden? Hä? Was? Hä? Ja, die Logik check ich ja nicht mal. Das check ich jetzt aber gar nicht mehr. Er hat irgendwie einen XXL. Ach, weil der Cobblestone Generator umgedreht war, glaube ich. Irgendwie ist es gerade wieder sinnlos. Es ist sinnos. So, da haben wir einen Phantom. Du musst die Flügel abschneiden wahrscheinlich. Ey, warum kam ich da nicht drauf? Leute, einfach Flügel abschneiden, ist doch klar. Hä? Let's go. Oh, ein Hund. Okay, das geht sogar, glaube ich, das Halsband färben, wenn ich mich nicht täusche. Aber was macht er jetzt? Jetzt färbt er. Ey, tatsächlich geht das in der Bedrock-Edition. Da kann man Hunde färben, aber nur mit einem Command. Also nicht so. Lenny, sind deine Gehirnzellen noch da? Es wird auch schlimmer. Sind noch da, aber ich check ehrlich gerade, ich blicke gerade gar nicht durch, langsam was hier abgeht, Bro. Stellt man so Minecraft in Frage, ne, ob man überhaupt, Er legt sich jetzt ins Bett, Bro, was okay, macht er Villager jetzt? Okay, legt sich ins Bett, nichts Besonderes. So, er baut Steine darunter ab, okay. Oh nein, ich hab eine Vermutung, ich hab schon eine Vermutung. Nein. Ja, hey! Ganz normal, oder? Ein ganz normaler Minecraft-Tag, würde ich sagen, ne? Digga, also, wenn das wirklich geht, Bro, stell dir vor, das geht wirklich. Nothing special, so. Ich würde den so runterschieben, ich würde den einfach hauen und runterschubsen, so gerne jetzt. Ja, Mann, ne, von dieser fetten Plattform. So, jetzt eine fette Geschwindigkeitspotion hat er abbekommen und jetzt macht der... Ah, er macht jetzt aber nicht Sandbridging, oder? Wie soll das... Ach, Junge, was ist das denn, Alter?
Das ist, es ist oh, so was? Dumm. Der ist, der klickt schneller als das Sand runter, als dieser Sand runterfallen kann und kann deswegen sich rückwärts bauen. Das geht natürlich nicht, ne? Ja, wie? Wie? Wie, Lenny? Wie geht das? Ich glaube, das geht safe, Bro, wenn du es richtig machst. Ja, nein, das geht nicht. Hundertprozentig nicht, Lenny. Also. Doch, doch, das geht. Ja, doch, das geht, Leute. Probier's aus. Wer es hinbekommt, der bekommt einen Keks. So, der ist jetzt hier in der Nacht unterwegs. Der soll mal lieber seine Baumtexturen hochstellen. Das fuckt mich voll ab. Ja, ehrlich, ne? Der hat auch Fastet eingestellt. So, jetzt der Creeper. Der nimmt den einfach mit. Ey, warum kam man da nicht so drauf? Ne, ist doch klar, den Creeper mitnehmen. Und essen, gönn dir! Digga, ist doch klar, dass der essen wird. Was? Oh ja. Du kannst doch nicht einfach den Creeper essen, Mann. Wahrscheinlich, Bro. Was erwartet der denn? Was macht der denn, ey? Okay. So, wieder ein bisschen. Das macht wieder alles gar keinen Sinn. Das wird wieder komisch ausgehen, Lenny. Das wird wieder richtig komisch ausgehen. Was macht der? Ich bin jetzt sehr gespannt. Oh nein, er wird einen. Der eine Pisten schiebt den anderen Pisten weg. Oder? Hä? Okay, okay. Nee. Hä? Hä, warte. Ah! Digga. Ich glaube, das geht wirklich sogar. Das sah nämlich so ein bisschen so aus, als würde das gehen, ne? Aber vielleicht in einer älteren Version oder sowas. Zumindest sehen die Texturen so ein bisschen älter aus, sage ich mal. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier... Oh, Steve! Steve in der Mine. Morgen, guten Morgen, Schalter Steve. Schalter bekommt der, ne? So? Okay, was soll das sein? Und jetzt? In Sticky Pisten, ne? Was ist, wenn wir zwei Schalter benutzen, sagt Walter Blue, also der andere Steve? Und jetzt geht der höher, oder was? Ja, wahrscheinlich! Bro, das macht gar keinen Sinn schon wieder. Von wo soll dieser Pisten herauskommen? Warum soll der da jetzt rauskommen? Hä, woher? Das ist so lustig. Okay, er hat ein Schwein angeleint, okay, und jetzt? Das kann ja nicht so krass werden, oder? Ich meine, das ist doch nur ein Schweinchen. Was stand da auf dem Schild? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, nimmt die Leine weg, da kommt Steve wieder heraus. Und Animal Control Service. Okay, irgendwie in so ein... Warum hat er da eigentlich Teppiche drauf, Bro? Warum? Ja, damit er da drauf gehen kann. Guck mal, ist der Schwein auf? Er hat das einfach aufgehoben. Aber ey, ich will jetzt wissen, können Tiere nicht über den Teppich drüber springen, oder was? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also eigentlich eine gute Frage. Schreibt's mal in die Kommentare, Freunde. Vielleicht wisst ihr das ja. Das sollte ja gar keinen Sinn machen, dass da so... Ja, weil sonst könnten die ja auch rausspringen, meinst du, ne? Ja, ja. Ja, gut, das stimmt, ne? Jetzt, Bro. Aber eigentlich würde ich sagen, können die auch rausspringen. Der macht jetzt hier auch... Ah, nein! Nein, der macht einfach mal ein Endportal als Nether-Portal oder was, oder? Wenn das jetzt geht, Bro, stell dir vor, das geht einfach. Stell dir mal vor, Junge, Junge, Junge. Und let's go! Yeah, Bro, wahrscheinlich, Digga, geht das. Also sieht einfach komplett lost aus. Also die drei Fragezeichen, die beschreiben es eigentlich ganz genau. Jetzt haben wir da eine Holzhütte. Okay, eine ganz normale Holzhütte hier. Was macht der jetzt? Er macht eine Fackel. Okay, eine Fackel, nichts Besonderes soweit. Hä? Okay, jetzt? Was soll das? Ja, wo kommt er denn jetzt her? Ja, irgendwie, der kommt immer aus der letzten Ecke so, ne? Das ist zu hell. Was macht der jetzt? Ach, der macht die Fackeln aus mit Wasser. Der löscht Bro, die Fackeln. Lol. Ja. Aber Bro, wie machen die das, dass das im Spiel wirklich so funktioniert? Wie machen ja, die das? Vielleicht programmieren die das ja sogar, ne? Kann ja auch sein. Was? Oder die animieren das, aber ich glaube eher programmieren, ne? Ist schon aufwendig, ne? Eine Ender-Chest, okay. Und jetzt? Was kann so besonders sein an dieser Ender-Chest? Und? Okay, pack mal. Er doppelt jetzt und dupliziert. Ich warte. Er doppelt und dupliziert. Du hast einfach predicted. Er wird gescampt. Also eine große Ender-Chest gibt's übrigens in Minecraft nicht, Freunde, ne? Für die Leute, die es nicht checken. Gibt's nicht. Also man kann nur eine halt haben. Man kann die nebeneinander stellen, aber dann hat man immer so Solo-Dinger. Ah, okay. So. Okay, und jetzt, was haben wir jetzt hier? Er macht eine Truhe. Normale Kiste, das ist noch soweit okay, würde ich sagen. So, der packt. Er macht eine Tübe-Chest. Ah, ich wusste es. Aber er sieht total kacke aus, ja, Guck mal, das macht gar. Ah, Digga, es ist. Was ist das schon macht wieder das für eine Ansicht? Besonders das ist macht gar keinen Sinn. Die rechte Kiste ist nicht mal aufgegangen dabei, als du die geöffnet hast. Ja, also, Bro, das hat really lost jetzt gewesen. Ultra lost. So, schön hier irgendwelche Leitern platzieren an der Wand und er bekommt die ganze Zeit Wasser ab. Warum bekommt er hier Wasser? Hast du gesehen, da waren so Wassereffekte? Ja, ich oder es war vom Turm, dass er Wasser nämlich heruntergelassen hat. Das kann auch sein. Jetzt? So, jetzt sagt er, geh da hoch, Kollege. So, der.
Der guckt den irgendwie so an. Was macht der, Digga, Alter? Hä? Geh hoch. Digga, hä, Bro? Der geht hoch. Also Bro, genau was? So, genau so, wie der es gesagt hat, ne? Der Digga. Geht hoch. Digga. Also, er hat ja prinzipiell nichts Falsches getan, ne? Muss ja, man sagen, Bro, ne? Bro, wie er ist, hoch, er ist hochgegangen, was? Ne? Jetzt macht hin und vorne keinen Sinn, Bro. Junge, es hat einfach geil. Ah, er macht 4,4 Iron Chestplates, macht er. Ah, er stackt die, er stackt die. Und ja, okay. Ja, okay. Wow, so eine Breite, ne? Kann man. Man hat gerade gesehen, Bro, dass das animiert ist. Schau mal, ich spule mal zurück. Ich habe gerade ein feines Auge gehabt. Ja, jemand hat es animiert. Warte mal, wir gucken uns nochmal ganz kurz an, diese Stelle hier. Und zwar, schau mal, siehst du, dass die Chestplate. Warte mal. Ich spule nochmal dahin. Ja. Und die Chestplate ist einfach über der Animation drüber. Siehst du das? Das ist hier einfach über. Das ist hier links. Die ist über der Rüstung drüber. Schau mal, die Chestplate. Ja, aber so ist es, glaube ich, in Minecraft normal, wenn ich mich nicht täusche. Nein, mach keinen. Nein, nein, der Skin. Guck mal, Bro. Rechts geht der doch auch über die Dinge drüber. Siehst du das? Er geht doch auch über das drüber. Und links auf einmal ist das Item über dem. Das macht gar keinen Sinn, Bro. Leute, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es trotzdem gut gemacht. Ja, scheiße. Aber wir gucken mal, was der jetzt hier macht, der Bree. Denn das ist auf jeden Fall nicht ohne. Hä? Bro, wie machen stell die mal sowas? Vor, stell mal vor, der kommt dir auf der Straße entgegen. Was machst du? Digga, ich finde nur diese Musik, diese. Diese. Scheiß auf. Das mit der Musik, das habe ich gefühlt. So. Was macht der? Er provoziert den so ein bisschen. Hä, warum kann er alle Mobs einsammeln, Mann? Er sammelt schon wieder Creeper ein, Bro. Junge, okay. Junge. Er stellt ihn jetzt da rein. Was soll das machen? Hä? Lass mich mal an der Elf und jetzt gleich. Locker, oder? Das ist so eine Art Prank, ne? So safe geht in die Luft. Safe, oder? Und? Nein? Ah, lol, ja. Doch, guck mal! Ey, stell mal vor, das wird gehen, wie krass das wäre, ne? Digga, so eine Zeitbombe in Minecraft. Digga, was ist denn eine Zeitbombe? Ey, voll geil! Alter, wie krass wäre das denn? Was macht er jetzt? Macht das zu? Damit er eine Piste daneben packen kann? Und jetzt? Hä, was ist das? Und jetzt? Ja, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Hä? Hä? Junge? Okay, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Okay, das kann man, das kann man nicht wegschieben normalerweise. Also. Digga, was auch sonst, wir haben beide erwartet, dass der Obsidianblock weggeschoben wird, oder? Oder? Digga, ich hast du auch erwartet, oder? Ja. Okay, ich wollte schon sagen, ne? So. Okay, Cauldron unter Wasser. Das geht sogar, das ging sogar damals. Okay, das jetzt nicht mehr, aber das mit dem unter Wasser, das unter den Cauldron unter Wasser platzieren, dass da kein Wasser drin war, hat funktioniert. Aber das nicht mehr mit Obsidian. Hä? Ist das ein kleiner Obsidianblock oder was? Der hat jetzt noch. Das geht in Minecraft nicht. Also das ist auf jeden Fall wieder mit Hokus Pokus gemacht. Hokus Pokus Mokus. Ja. Okay, schönes Haus auf jeden Fall. Er geht rein, was macht er? Mega schön. Ein Feuerzeug, okay. Zündet das Haus an, oder? Feuerzeug? Was macht er jetzt? Ist denn irgendein Blumen an, oder was? Einfach ein Feuer machen, einfach. Ah! Junge, Bro. Es ist so random, ne? Es ist so random. Früher konnte man wirklich so Feuerblöcke haben, ne? Aber nur mit Cheats. Aus diesen Feuerblöcken hat man damals einfach eine Kettenrüstung gemacht. Kein Cap jetzt, wirklich kein Cap, das meine ich ernst. Ja, mit Mods halt wahrscheinlich, ne? Ja, aber heutzutage gibt es diese Feuerrüstung gar nicht. Siehst du, habe ich doch gesagt! Das ging, also du konntest damals nicht abbauen Feuer, aber du konntest aus Feuer irgendwie Kettenrüstung machen. Obwohl du auch kein Feuer bekommen konntest. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Was ist das für ein Creeper? Warum hat das eine komische Umrandung? Was heißt das? Supercharged Creeper. Die gibt's wirklich was in Minecraft. Die sehen so aus, wenn ein Creeper von einem Blitz getroffen wird. Echt? Was ist das denn für ein Bauer? Hä, hast du gesehen, wie komisch? Guck mal, wie der aussah. Hast du es gesehen? Guck mal. Was ist das denn, Alter? Ist doch egal. Ich will wissen, so ein Supercharged Creeper, ist es selten sowas? Ja, die existieren halt, wenn du schaffst in Minecraft einen Creeper von einem Blitz treffen zu lassen, ne? Ist halt schon selten. Wenn der explodiert, ja, okay, das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht. Die Explosion ist halt größer, aber dass der in die Luft geboostet wird, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich dachte, das funktioniert, Pat. Ja, ein paar Sachen aus dem Video funktionieren wirklich. Also, wenigstens. Ja, aber das hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Ja, das stimmt. Also, TNT-Boosting ging auch damals, ne? Also, nicht so extrem, aber.
triggert, dass es der oben bei der einen Ecke das nicht ausgefüllt hat. So, der macht jetzt hier TNT? Nein, er schiebt es da rein, oder was macht er jetzt? Hä? Ein paar Portalblöcke fahren, man kennt sie, ne? Ein paar Portalblöcke fahren, man kennt ihn. Also Portalblöcke kann man, glaube ich, in Bedrock auf jeden Fall wirklich farmen, aber nur mit Tricks. Also nicht indem man TNT explodieren lässt. Zumindest ging das damals so. Was ist das denn? Einfach ein Portalblock, beste Leben. So, die machen jetzt hier... Der ist verschlau, der Typ. Einfach 5000 IQ. Der macht sich jetzt hier ein Portal. Geht da gesneakt mit einem Schild herein. Also so am Wehren, warum auch immer das macht. Warum? Und jetzt? Was ist denn eine Mission? Und jetzt? Okay, jetzt will er sich davon töten lassen oder was? Das macht gar keinen Sinn. Was ist denn jetzt? Was ist denn dahinter? Was war jetzt? Es gab doch gar keinen Sinn dahinter, oder? Digga, Bro. Digga, nee, Bro. Nee. Komm, wir werden heute nämlich uns verwandeln in zahlreiche Blöcke und werden uns so ein bisschen veräppeln. Das wird ganz lustig. Ihr seht, ich kann mich hier zum Beispiel verwandeln in irgendwelche Fackeln und sowas oder Blöcke. Das gleiche kann Lumex allerdings auch. Ab sofort bin ich nämlich eine Spinne. Ist das. Ja, und jetzt werden wir versuchen, uns auf diese Art und Weise zu finden. 2 Minuten Suchzeit, 40 Sekunden hätte ich gesagt, Versteckzeit, Regeln, denke ich mal, hast du verstanden. Ist ja nichts. Ja, denk schon. Wir stellen uns einfach mal hier in die Ecke. Komm, Lumex, du suchst zuerst, okay? Ich bin eine Spinne. Ich hab Angst. Okay, gut, Leute. Also, der Timer zum Verstecken beginnt genau für mich jetzt. So, stell dich bitte in die Ecke, Lumex. Und dann schaue ich mal, wo ich mich verstecke. Ich habe eine kleine Idee, glaube ich. Ich sehe wortwörtlich gar nichts mehr, glaube ich. Gar nichts? Nee, okay. Also gar nichts. Ob das vielleicht so funktioniert. Ich werde mich auch eingesandet. Eingesandet bist du also. So. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Oh Gott, ich kann die Leiter, glaube ich, hier hochgehen. Die Leiter kann ich hier hochklettern. Das ist schon mal sehr nice. Ja, gut, also. Ja, wofür willst du dich verstecken, Was ist los? Suchzeit beginnt dann genau für dich jetzt. Und ich wechsle natürlich auch du darfst kommen. Ich wechsle jetzt auch in den Survival-Modus, dass du mich halt vielleicht schlagen kannst, im Fall der Fälle, ne? Ich bin mal gespannt, ob du mich hier findest. Ich brauche erstmal die ganzen kleinen. Ich habe hier gerade eine Fledermaus gehört. Ich hoffe halt auch, die 2 Minuten Suchzeit reichen aus, aber ich denke es, ne? Ich denke mal, das sollte passen. Oh, ich baue jetzt viele Blöcke hier, aber ich. Ich könnte alles sein, das stimmt, das ist schon echt fies, aber eigentlich habe ich mich. Das ist eigentlich schon echt krass, wenn man überlegt bei so einer. Vielleicht sollten wir es ein bisschen eingrenzen, dass wir nicht hochgehen dürfen oder so. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, weil ich baue hier gerade schon echt viele Blöcke ab, zum Beispiel so kleine. Ja, brauchst du nichts, du musst die einfach nur anschlagen, ne? Na, meine ich ja, aber ich meine. Achso, ich weiß nicht, Survival ist, glaube ich, das Beste, ne? Ja, ich bin ja im Survival. Ja, ich auch wahrscheinlich am besten, ne? Weil ich bin gerade Game Mode, deswegen. Ach so, ja, okay. Ja, das ist eigentlich ein bisschen lost, ne? Ja, das Ding ist, ich weiß halt nicht, wir werden gleich probieren, ob das zu wenig Zeit ist. Vielleicht korrigieren wir nochmal mit der Zeit hoch. Ja, das ist viel zu wenig. Viel zu wenig, sagst du? Viel zu wenig. Ja, es ist schon nicht einfach, weil die Map halt auch so verzweigt ist, ne? Ja, ja, zumal du kennst hier alles halt. Ich will hier gerade die ganzen Blöcke mal so anschlagen. Also ich hab mich, ich müsste eigentlich mal die Difficulty auf Peaceful stellen, fällt mir auch gerade auf, ne? Wir sind schon 20 Sekunden, ne? Nach 20 Sekunden? Mal gucken, ob ich dich finde, ne? Und siehst du mich gerade? Andere Frage, siehst du mich gerade? Ja, ich kann's jetzt, ich hab mich gerade kurz gesehen. Aber ich könnte trotzdem ja überall sein. Ich will gerade alles anschlagen, was ich anschlagen kann, aber hier. Null. Zack, vorbei. Ehrlich, wo warst du? Ja, ich war tatsächlich eine Leiter. Du kamst gar nicht in meine Nähe, muss ich dazu sagen, ne? Also ich kann was ja mal sagen. Eine Leiter? Ich war hier links. Also einfach hier habe ich mich als Leiter so hin positioniert. Moment, zack, hier siehst du. Und da sah ich so aus. Ja, jetzt. Genau. Ja, okay, das ist stark. Das war schon ein gutes Versteck, glaube ich, ne? Ja, okay. Gut, ich demo auf mich wieder. Mal gucken, ob wir vielleicht echt zu wenig Zeit haben, ne? Genau, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich stelle mich jetzt hier in die Ecke. 40 Sekunden Versteckzeit beginnt dann auch für dich genau jetzt. So, mal schauen, ne? Mal schauen. Also das ist schon nicht einfach, glaube ich. Also wie gesagt, oben machen wir einfach mal nicht, dass wir oben hochgehen dürfen, weil das, glaube ich, echt ein bisschen zu heftig ist. Vielleicht müssen wir uns einfach gleich eine Speed Potion geben, um das Ganze so ein bisschen realistischer zu machen. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe eine Idee. Oh, was? Oh Gott. So, ich denke... Ich glaube, ich bin versteckt. Ja, doch, ich bin versteckt, denke ich.
Ja, okay, let's go. Okay, dann würde ich sagen, let's go. So, mal schauen. Ach genau, mein Timer muss jetzt auch nochmal starten. 2 Minuten beginnen für mich auch genau jetzt. Ja. Du hast gesagt, du hast dich versteckt. Ich habe mich versteckt, ja. Wo bin ich, ist die Frage. Das hier, du kannst natürlich auch irgendwo sein. In so einer Ritze bist du auf jeden Fall nicht, meinst du, ne? Was für eine Ritze? Nein. Ich bin schon relativ groß versteckt, würde ich sagen. Ich bin auch nirgendwo oben, ich bin direkt auf dem Boden. Also. Direkt auf dem Boden, sagst du? Ja. Okay, vielleicht hier in so einer Ecke oder sowas. Munkit. Wo bin ich? Ja. Ja, ich merke schon, das ist echt nicht so einfach. Ich könnte überall sein, ja? Könnte halt eine Laterne sein. 21 habe ich noch. Alter Schwede, Junge, das ging ja wieder ultra schnell vorbei, die Zeit, merke ich gerade, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Nein, auch nicht. Aber du bist nicht im Creative-Modus, ne? Habe ich jetzt gerade wieder umgestellt, tatsächlich. Aber du hast mich bisher sowieso nicht angehittet. Also habe ich nicht angehittet? Nein, nein. Alter Junge, okay, ich merke gerade, das ist, glaube ich, echt ein bisschen wenig Zeit, ne? Also ist schon... Ja, wo bin ich? Auch nicht. War ich denn schon in deiner Nähe? Absolut nicht. Absolut ehrlich, gar nicht. Gar nicht in der Nähe? Nein. Okay, ich glaube, ich muss die Zeit entweder früher stellen. Du bluffst natürlich, kann ja auch sein, ne, dass hier ein bisschen... Beweg mich nicht, nein, ich stehe ganz an einer Stelle. Oh, warte mal, ich weiß, was du bist. Nein, auch nicht, du bist das Feuer, oh mein Gott! Ich war mir so sicher, dass du Feuer bist, Alter, was? Ich hab dich aber gerade gesehen, ne? Kurz. Gerade hast du mich gesehen? Tipp, ich bin in einer Ecke. Alter. Also ich bin in einer Ecke von der Map. Deiner Tipp. Nein, ich bin in der Ecke von der Map. Vielleicht? Okay, 10 Sekunden habe ich noch Zeit, Digga. Das schaffe ich nicht. Nee, Mann. Okay, also wir müssen auf jeden Fall die Zeit hochstellen. Okay, Zeit ist vorbei. Ja, Digga, sag mal, was bist du an mir vorbeigelaufen? Komm doch mal zurück. Wo denn? Was? Nein, Alter. Digga, was? Das war ja mal 5000 IQ, oder? Das war so gut. Alter, Junge, das hat hier perfekt reingepasst. Alter. 5000 IQ, sehr, oder? Sehr geil, sehr geil. Wirklich. Props geht raus an dich auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, wir stellen die Zeit auf jeden Fall ein bisschen hoch. 3 Minuten Suchzeit, hätte ich gesagt. Also, meine Versteckzeit beginnt genau jetzt. Wir machen es jetzt folgendermaßen. 1 Minute können wir uns verstecken. Und 3 Minuten suchen wir. Plus, wir haben noch eine Speed 2 Potion. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Ja, das ist besser, denke ich. Ich denke mal, das passt auf jeden Fall. So, würde ich sagen, mal gucken, ob ich mich jetzt hier irgendwie verstecken kann. Denn ja, das ist das Allerwichtigste daran. Ich glaube, ich habe auch eine ganz gute Idee hier am Start. Hast eine gute Idee, sagst du? Ja, guck mal. Ja, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, diese Idee hier. Würde ich sagen. Kann kommen. Würde ich sagen. Ja, wobei, warte, noch nicht kommen. Ich gesagt, ja, hier kannst jetzt kommen. Okay, ich kann kommen. Geh auch nochmal extra wieder in den Survival-Modus rüber, ne? So, mal gucken, ob du mich findest oder nicht. Nee. Also ich bin immer, wie gesagt, wir bleiben nur auf der unteren Ebene. Ne, nicht irgendwie hochgehen oder so, weil sonst, das ist, glaube ich, viel zu kompliziert am Ende. Also unten, das ist ja schon wirklich reichlich. Deswegen ja, das stimmt. Minuten Suchzeit. Was ganz cool. Also ich denke, das ist auch was Interessantes hier, so wie wir uns hier gerade verstecken, ne? Weil so in Sachen verwandeln, das bringt nochmal deutlich mehr Spannung rein, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Also ich sehe dich sogar tatsächlich gerade. Du siehst mich gerade? Weil ich sollte dir eigentlich, glaube ich, keine Tipps geben, ne? Das ist... Ich gebe dir erst Tipps zum Ende hin. Ich gebe dir wirklich erst... Vielleicht habe ich dich auch verarscht, ne? Kann ja auch sein. Ja. Kann ja auch sein. Verarscht hat er mich. Yeah. Kann sein, wer weiß, ne? Oh, kack, wo bist du? Also ich bin auf jeden Fall nicht an der Stelle, wo du warst, ne? Ist ja ganz klar, ne? Ein bisschen sinnlos, wenn ich das machen würde. Find dich noch, pass mal auf. Glaub mir, ich find dich mein Bester. Also du hast 1 Minute 50 noch Zeit. Was, echt? Nur noch? 1 Minute 50, ja. Lol, hä? Ich kann mir gerade richtig vorstellen, wie du am Schwitzen bist, wo ich bin, ne? Ja, wirklich. Aber die Map ist auch ganz gut, weil hier einfach ein paar Random-Blöcke so platziert sind und man könnte sich natürlich irgendwo reinsneaken, ne? Hier ist alles übelst random, Digga. Mhm. 1 Minute 20 noch. Ich bin echt gespannt, ob du es hinkriegst. Oder generell einer von euch von uns hinkriegt, ne? Hä, wo bist du? What the fuck? 1 Minute 5 aktuell noch. Ja! Wo bist du, Mann? Kacke! Also jetzt, ich kann dir sagen, ich sehe dich aktuell wirklich nicht. Keine Ahnung, wo du bist. Du kannst sagen, wenn du mich siehst. Ja, ich sag sogar echt, wenn du dich sehe, aber ich sehe dich gerade nicht. Ehrlich, ich sehe dich nicht. Jetzt sehe ich dich wieder. Okay, dann 34 Sekunden noch. 34 Sekunden, Kollege. Irgendwie jetzt drin. Ah, wer weiß. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Oh, die Zeit wird knapp langsam. 20 Sekunden, Kollege. Also wenn du jetzt nicht Gas gibst, dann ist wirklich Ende im Gelände. Und ich kann dich jetzt gerade auch nicht mehr sehen. 2, 1. Du bist schon. Oh mein Gott, Alter, guck dir das mal an. Ja, wo warst du? Ich war einfach hier der tote Busch. Junge, du hast voll viele Büsche ab... Also erstmal war ich hier. Da hast du voll viele tote Büsche einfach mal abgehauen. Also angeschlagen. Bis auf mich, Junge, hatte ich Glück, ne?
Hatte ich Glück, dass du mich nicht geschlagen hast. Okay, geil. Gut, dann würde ich sagen, mal schauen, wie ich mich jetzt schlagen werde, ne? Ja. Aber es ist schon nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Ja, auf jeden Fall. Deshalb, Leute. Ja, gut, dann ging die Runde an dich. Gleichstand so gesehen, ne? Aktuell Gleichstand, ne? Versteckzeit beginnt genau jetzt. So. Okay, ich habe eine richtig nice Idee. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay. Also, ich habe eine nice Idee. Was hast du für eine Idee? Willst du mir sie verraten? Nee, eigentlich aktuell nicht. Eigentlich nicht, okay. Wir haben sie jetzt natürlich nicht so gemacht, dass man sich irgendwie im Boden versteckt, Leute, ne? Weil das wäre meiner Meinung nach zu krass. Ja. Aber wir können uns sonst überall verstecken, ne? Also zwischen irgendwelchen Blöcken oder, neben einer Fackel, sage ich mal, oder keine Ahnung. Man kann da seiner Kreativität freien Lauf lassen, da sind wir relativ entspannt. Oh, ganz kurz, die Blocks, die ich gerade machen wollte, die haben irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, einige funktionieren nicht. Du musst wirklich darauf achten, dass die Rechtschreibung genauso steht wie in dem Inventar da, ne? Unter diesem Block da, wenn du mit dem Mauszeiger drauf gehst. Oh mein Gott, Alter, das ist OP. Bist du durch? Oh, das ist ultra OP. Oh Gott, warte, ich habe eine Idee. Ich habe was richtig krasses. Okay, so, let's go. 3 Minuten beginnen genau jetzt für mich. So, mal gucken, ob ich dich finde, Kollege. Mal gucken, ob ich dich hier finde. Das muss natürlich hier überall sein. Das macht es auf jeden Fall nicht einfach, das Ganze hier. So, ich schlage jetzt hier mal alle möglichen Blöcke an. Survival-Modus bist du, ne? Ja. Okay, sehr gut. Ich höre hier komischerweise irgendwelche Fledermäuse. Komisch, ne? Digga, warte mal. Oh, ich dachte, du bist der Amboss, ne? Ich war mir schon irgendwie... Oder hier? Nein, auch nicht! Digga, willst du mich verarschen, Mann? Ja, ich bin so obvious eigentlich, Digga. Digga, hör auf, mich zu mobben hier. Das ist doch echt... Er sagt, Junge. Das ist so einfach. Nein, auch nicht! Ey, Junge, come on. Du bist 1 Meter an mir vorbeigelaufen. Hör auf, es. 1 Sekunde habe ich noch Zeit. Ja! Oh mein Gott, was? Digga! Oh mein Gott. Das war mies obvious eigentlich, hä? Ist, ja, also es ist halt eigentlich obvious, weil, wenn man überlegt, dass die sich verbinden müssten. Ja, eigentlich schon, deswegen. Guck mal, wenn ich hier so einen Zaun... Ah, darauf achtest du gar nicht, wenn du so in Eile bist. Guck mal, wenn ich jetzt hier den platziere... Guck mal, eigentlich müsste es genau so aussehen. Ja, genau. Gut! Lumex, Digga, gut. Dann würde ich sagen, letzter Versuch jetzt für dich, würde ich behaupten. Ja. Wenn du jetzt schaffst, mich zu finden, dann ist Gleichstand, dann müssen wir noch eine finale Runde machen. Ansonsten habe ich hier das Rennen gemacht und... Ja. Dann würde ich sagen, stell dich mal hier in die Ecke. Dann würde ich sagen, ich verstecke mich jetzt. Zeit beginnt genau jetzt. Dann schaue ich mich mal um nach einem guten Versteck, hoffentlich. Bin gespannt. Das ist eigentlich keine so schlechte Idee, oder? Ich kann es mal versuchen, Leute, ob das hier klappt. Ich glaube, das ist ja sogar wirklich. Patrick. Klappt das? Ah, ich weiß es nicht. Na, das klappt, glaube ich, nicht. Oh nein, das klappt leider nicht. Muss ich mir was anderes raussuchen. Oh, das funktioniert. Okay. Das ist sehr interessant. Nee, noch das nicht kommen. So, und... Okay, komm, das kommt. Zeit beginnt dann also für dich zum Suchen genau ab jetzt. So, ich bin natürlich auch im Survival-Modus unterwegs, Leute, ist ja ganz klar. Und dann bin ich mal gespannt, ob du mich jetzt hier auffinden kannst. Ich sag dir natürlich auch, wenn es wärmer wird und wann es kälter wird, ne? Weil das ist natürlich hier gar nicht so einfach, wenn man wirklich alle Blöcke durchsuchen muss, ne? Aber aktuell hast du noch 2 Minuten 30 Zeit. Also ist auf jeden Fall noch ganz okay, würde ich behaupten. 2 Minuten 30. 2 Minuten 30, ganz genau. Wo bist du, Stinker? Das ist natürlich, ey, das ist schon echt schwierig, ne, muss man sagen. Wenn ihr vielleicht auch so ein Part haben wollt, Leute, wo wir sowas als Mobs machen, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Dann machen wir so einen Teil auch noch als Tiere. Muss man natürlich noch ein paar Tiere mehr spawnen, weil ist es natürlich sonst auffällig, wenn jetzt hier nur ein Schaf rumläuft. Ja, du hast aber jetzt noch 2 Minuten Zeit gerade. Mega krass. Also 2 Minuten kannst du mich hier noch suchen. Siehst du mich aktuell? Ja, ich sehe dich aktuell. Und du hast noch 1 Minute 40 Zeit. Ich kann ja auch so viel sagen, du bist auf jeden Fall schon auch an mir vorbeigelaufen, ne? Richtig nah. Also generell in dieser ganzen Runde. Du bist so konzentriert, ne? Man merkt es auf jeden Fall. Ja, Bruder. Ey, ich sag dir ehrlich, Er ist am Schwitzen. Er ist am Schwitzen auf jeden Fall. Also du rennst gerade weg. Ich sehe dich jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen, ne? Ja, okay, warte, dann hast du dich jetzt verraten. Hab ich dich verraten? Ja. Hab ich das wirklich? Irgendwo hier. 57 Sekunden. Hab ich mich hier vielleicht wirklich verraten? Also ich habe dich nicht geprankt, ne? Wenn ich gesagt habe, ich sehe dich, dann habe ich dich wirklich gesehen, ne? Ist jetzt nicht, dass ich verarscht habe. Ey, wo bist du denn? Das geht's nicht. Irgendwo hier, in so einem Block. Nein! Ja! Du hast auch jeden Block angehauen, bis auf diesen einen, Mann, ey. Schade. Oh, okay. Das heißt, jetzt müssen wir noch eine Entscheidungsphase eigentlich machen, oder? Ja. Wer hat angefangen zu suchen? Du, ne? Genau, ja, du hast angefangen. Ja gut, dann machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Ich bin schon versteckt. Ich bin schon versteckt. Ja, ich bin schon versteckt. Du bist schon versteckt? Ja.
Okay, das ging ja schnell. Dann würde ich sagen, meine Suchzeit beginnt genau jetzt. Aber warte, muss noch Game Mode 0 gehen? Warte, genau, Game Mode 1. Game Mode 0. Schon am rumlaufen hier gerade. Willst du sagen, ist ein gutes Versteck? Ja, ich würde sagen, ja, ich bin gut versteckt eigentlich. Gutes Versteck eigentlich? Ja. Okay, okay. Sagst du obvious oder? Du wirst mich niemals finden. Kleiner Tipp, ich bin am Spawn. Spawn? Warum bist du da so sicher? Ich bin in der Nähe vom Spawn, sagen wir mal so. In der Nähe vom Spawn. Ich werde dich niemals finden, sagst du? Nö. Ah, du bist nicht unsichtbar, ne? Nö. Okay, weil unsichtbar wäre natürlich schon ein bisschen zu übertrieben. Aber man kann sich ja theoretisch auch hier in Luft verwandeln, deswegen frage ich natürlich, ne? Ja, ne, wo bin ich, mein Bester? Was hat er sich hier wieder ausgedacht, der Kollege? Was hat er sich denn wieder ausgedacht, ey? Ich sehe, du guckst gerade direkt am Spawn. Also wie gesagt, ich bin nicht direkt am Spawn, in der Nähe vom Spawn halt, ne? Okay, also in der Nähe vom Spawn. Du bist viel zu weit weg schon. Viel zu weit weg? Okay, ich habe noch 1:50 Zeit, sehe ich gerade. Digga, ich sag, du bist schon zu weit weg vom Spawn. Zu weit sogar? Alter, wo willst du denn dann sein? Hier nicht. Nein, hier auch nicht. Hier auch nicht. Du bist aber nicht im Boden, ne? Nein. Nicht im Boden, sagt er. Du bist auch nicht out of map? Nein. Du bist auch kein Amboss. Du bist auch kein Banner. Ich bin jetzt zu weit weg. Viel zu weit weg, Digga. Hier ist doch gar nicht so viel. Seh dich, Kuckuck. Wo ist der Junge, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe dir so krasse Tipps und du checkst nicht. Ja, Digga, wo... Was sagt deine Zeit? Meine Zeit sagt 1 Minute noch. Digga, ich hau dir doch alles... Ich hab dir doch alles angehauen. Hier ist nix, Mann. Hier ist nix. Nein. Hä? Junge, wo bist du denn? Ey, bist du denn überhaupt ein Block? Ja, natürlich. Ich bin ein Block. Was hat er sich hier ausgedacht? Ich kann es gerade nicht nachvollziehen, ne, was du gemacht hast. Wie du auf Grabwärter an derselben Stelle suchst, Digga. Digga, du bist ja schon 10 auf dieselbe Stelle, Digga. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich noch hingehen soll. Hier ist ja nichts am Spawn. Was sagt deine Zeit? 20 Sekunden so. Digga, ey, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Bestes Verstecken. Hier ist nichts mehr, Leute. 10, 9, 8. Digga, es ist. Digga, keine Ahnung, was du gemacht hast. Keine Ahnung, was du gemacht hast, aber ich find's echt. Zeit ist vorbei, oder? Ja, jetzt 2, 1 und Zeit vorbei. Komm zum Spawn. Komm direkt zum Spawn. Jetzt bin ich so gespannt. Und Tipp, du hast einen Block neben mich geschlagen. Einen einzigen Block neben mich. Jetzt kommt's, Alter. Achtung. Was? Digga, ich hab das auch hingeschlagen, Mann. Ja, du hast einen Block daneben geschlagen. Ich war einfach hier so. Genau hier war ich. Digga, du bist so ein kleiner Schlawiner, ne? Digga, aber wie soll ich denn da auch. Ja, egal, scheiß drauf, Mann, egal. Hey, du hast auf den hier hast du geschlagen, ne? Auf den hast du geschlagen. Ja, ich glaube schon. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich verstecke mich jetzt nochmal. Stell dich in die Ecke ein. Warum verstecken die? Ja, ich hab jetzt einen Punkt mehr. Ja, jetzt hast du einen Punkt mehr, genau. Aber du hast doch angefangen. Aber warte mal, ich hab angefangen, ne? Ja, mal eben stand's gleich. Ich hab jetzt angefangen, stimmt. Nein, da hab ich ja verloren. Nein. Ja. Digga, ich dachte, ich kann nochmal. Nein. Oh mein Gott. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, GG, Leute. Wenn ihr den zweiten Teil haben wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. War sehr, sehr lustig. Bis dann und ciao.